der ist sauer. Hat nicht seine, der hat nicht seine Prioritäten in Ordnung. Ein Dummkopf muss ich noch zeigen, warte. Miette! Wo ist diese Finnen-Spinne? Ja, ihr auch, jetzt bin ich hier. Jubel! Lukas, erzähl mal, wo bist du? Ich bin in Stockholm. Urlaub machen. Nordischer Sommer, 10 Grad, super. Urlaub machen, ja. Aber Berlin ist auch nicht viel besser, oder? Nur nicht so gut. Nee, hier ist nicht gutes Wetter. Ja, Berlin ist nicht Griechenland mehr. Griechenland das ist nicht so gut. Ich kam nur mit rein. Cool in hier, Bruder. Du kommst nicht nach Berlin, oder? Nee. Ich hab gehofft, dass ich Euroleague feiere, aber nicht. Für euch Spaß, eigentlich das Eintracht verliert, oder? Dann seid ihr in Europa. Aber ich hab schon gesagt, ich hoffe, Eintracht gewinnt. Ja, das habe ich gelesen. Aber alleine Konferenz, für Kanzler. Konferenz ist auch gut, vielleicht finnische Mannschaft oder Novi Sad oder Vojvodina. Mert, ist halt Champions League direkt, oder? Nee, nicht direkt, sondern dritte Runde. Eine Runde vor Playoffs. Aber auch keine, ich habe normale Gegner, so. Beste Gegner sind Dynamo Zagreb und Galatasaray. Alle anderen sind so, okay, weil Kopenhagen, ja, alle sind machbar. Kopenhagen ist noch da, noch Karabakh aus Aserbaidschan und solche Mannschaften. Jubelsieger, Junge, Jubelsieger! Ja, das war geil. Russa, seid ihr jetzt angekommen in Berlin? Oder wir sind eben gerade beim Hotel angekommen, ja. Das heißt, ihr seid Erste am Training, oder? Wie bitte? Ja. Das heißt, dass genau, Erste am Training. Erste trainiert und Leipzig danach. Genau, ich glaube, dass wir als Erstes trainieren, ja. Ja, ist so, ja. Weil da war ein Zweiter. Mit wem bist du da, Mirat? Mit Frau bin gekommen. Eigentlich war Plan, ich wollte zuerst nach Rom fliegen und dann nach Berlin, aber Kind war dann ein bisschen krank, dann war ich irgendwie geblieben. Und dann kam meine Mutter und jetzt habe ich okay, dann sind wir direkt aufs Athen heute geflogen. Okay. Wo ist Lado, Brate? Lado ist zu Hause. Baut Haus. Schick Grüße an alle, Brate. Legende. Wo ist Medo? Medo ist nicht in Berlin? Medo, Brate, ist sauer auf mich, weil morgen hat er Hochzeit und ich musste absagen wegen dem Pokalfinale. Der ist sauer. Der hat nicht seine Prioritäten in Ordnung. Ja, Brate, ich konnte. Nein. Ich musste kommen, wirklich. Aber Medo ist wirklich sauer. Ohne Spaß. Erfolg. Und morgen Hochzeit, aber ich habe abgesagt, am Ende wegen Spiel. Eamon ist auf jeden Fall auch noch in Berlin. Wann fängt bei euch die Saison wieder an? Wir haben Quali Mitte August, ich denke so. 10. August oder sowas, ich bin jetzt nicht sicher, aber sowas. Wir fangen an schon 25. Juni mit Vorbereitung. Ah, okay. Aber ist okay, ein Monat. Ich hatte letztes Spiel 24. Pokalfinale und dann waren wir schon frei. Dann ein Monat ist okay. Ah, okay. Weil sagt ihr, Lukas, wenn Eintracht gewinnt, dann früher, oder? Ah, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Hey. Weil ich habe dann auch Quali, oder? Ja, also Konferenz liegt wäre Quali, ja, stimmt. Aber nee, ich habe die 17. Juli. Ah, okay. Oh, geil. Ja, auch Russe, oder? 10. oder so, Juli. Ja, irgend sowas, glaube ich. Warte, ich warte, boah, pass mal auf kurz, guck mal. Hey. Ja. Das ist deine Katze. Hey. Oh, guck mal, Gregory Malaga. Malagiere. Malagiere, Brate. Alles in Ordnung, ich bin in Berlin, Bruder. Bravo. Schon da. Ja. Alles gut bei dir, Franco? Ja. Alles gut. Tutto bene. Heide. Immer noch gleich der Chef. Weißt du, wie er ist? Ja. Heide. Immer jeder ändert sich, aber Franco bleibt, ja. Ja. Nichts Neues. Nichts Neues. Ewige,
der einzige Götter der Frankfurt. Bis auf Alex Meyer vielleicht. Franco Leon. Timmy, warte, einen muss ich noch zeigen. Einen Dummkopf muss ich noch zeigen, warte. Oh, Miat, wo ist Miat? Dobre Dan, Kleine! Stimmung ist schon mal gut, das ist gut, das ist gut. Lukas, hast du noch Tipps für Russer? Ihr habt ja vor ein paar Wochen noch Leipzig geschlagen. Hast du für Russer noch ein paar Tipps? Nicht so wirklich, da haben wir Glück gewonnen, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber. Also, mehr als Lauf würde man brauchen, um den letzten Tor zu machen, aber sonst, sonst kann ich nicht. Hoffentlich geht es noch früher. Nee, oder Rebic holen bis morgen. Ja, stimmt. Nummer 4. Bruder, schlag den Ball lang. Wo guckst du, Lukas, morgen? Zu Hause. Mit einem Bier natürlich. Und hoffe, dass es gut ausgeht. Also, ja. Für mich sind eigentlich zwei gute. Ich war sehr überrascht, Lukas. Letzte Interview war, ohne dass du einmal Bier gesagt hast. Ja, weißt du, ab und zu muss ich auch Profi machen. Was trinkt man in Griechenland? Raki. Uso, Brate, ist auch so kurz wie Raki. Aber okay. Raki ist besser. Russe, du musst gehen? Ja, wir haben jetzt Mittagessen. Alles gut. Es ist vollkommen in Ordnung. Es war sehr amüsant. Ja, sowieso. Also, Männer. Vielen lieben Dank, dass es noch geklappt hat. Ja. Alter, wir sehen uns. Ich glaube, er ist im Aufzug. Er ist weg. Brate, schick Grüße an der Familie, Brate. Mach ich, ebenfalls. Macht's gut, Männer. Alles Gute. Dankeschön. Bis später, Jungs. Alter, bitte. Ciao. Ciao. Ciao.